rückwärts komme ich nicht raus, weil da der blöde Stock ist. Das hatte ich schon probiert, aber da schiebt es mich immer noch weiter an. Und vorwärts traue ich mich ehrlich gesagt nicht da. Weil da vorne ist nochmal ein Senken vor dem Radl. Und ich habe echt Angst, dass ich noch schmeiße, wenn ich da nochmal lang rum scheiße jetzt. Weil, wenn ich das Radl da anschaue, also viel Gewicht hat der da schon immer drauf liegen. Finde ich jetzt halt. Und eben, wenn ich da jetzt noch vor, also ich traue mich nicht. Jeder andere, der sich traut gut ab, aber ich nicht. Und jetzt, ich war ja gestern, habe ich ja da noch umgeknipselt ein bisschen. Also da habe ich nochmal zwei umgeschnitten. War das faul. Ist eh nicht geschaut. Einen habe ich da umgekaut. Und den anderen habe ich da eine Karte. Und da liegt das Material, das habe ich da rausgezogen. Von da hinten. Und da ist jetzt eben nochmal einmal, zweimal, dreimal fürs Sägewerk. Das ist noch Brennholz vom letzten Mal. Da hat der Papa ein bisschen Äste aufgeräumt. Da liegt überall noch Brennholz von damals. Und da liegt der zweite Schwung, der zweite Baum. Da habe ich noch einmal, zweimal, dreimal, viermal für den Hänger, fürs Sägewerk. Und das laden wir nachher auch und bringen wir um. Da habe ich mir gestern gespielt. Den habe ich einmal aufgeregelt jetzt, dass ich den da nachher senkrecht umschneiden kann. Ein bisschen was habe ich da schon gemacht. Ist schon nicht einfach, aber geht schon. Wenn der erste heraus ist und die angehen leicht, ist der Baum selber nicht mehr so prickelnd, dann komme ich überall durch mit einmal. Da muss ich immer vorschneiden, so. Weil da wollte ich nicht viel weg dann, dass ich nachher für den anderen noch, da noch genug Material habe, weil da kann man nachher zwei nebeneinander noch raus. Ja, aber das ist eine knappe Geschichte. Also passen brauche ich da nicht mit dem Platz mitschneiden. So. Da spiele ich mir jetzt dabei, bis mein Bruder kommt.